ganze Internet ist für mich kein, also ich brenne nicht, ich bin überhaupt nicht neugierig. Es ist eine neue Zürcher Zeitung, mehr Abenteuer. Nein, du hast gesagt, du musst dich ein halbes Jahr davon wirklich trennen können. Ich kann mich trennen. Nein, das, ich glaube, du tust das jetzt mir zuliebe. Nein, es ist so schön, das kann man nicht. Es ist dreckig, es stinkt. Nein, ich will es gar nicht. Nein, bitte nimm es an. Benutzt du schon privaten Masturbieren? Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Legst du deinen dreckigen Arsch drauf, wenn du masturbierst, dann würde ich es nehmen. Aber dann schenke ich es dir doch nicht. Pass auf, ich habe eine Idee. Mal, die Firma muss es ja noch geben. Die Firma Binnigel gibt es ja, und mit denen gesprochen. Die haben gesagt, sie haben das leider nicht mehr. Das für eine Messe promoviert wird. Aber ja, nachdem. Sie sagen, wenn sie haben es nicht. Aber wenn wir sagen, wie ernst es uns wäre, wie wir nicht weiterleben können mit dem. Gib mir die Telefonnummer von dem und wir rücken an. Pass auf, derweil gebe ich dir. Nein, das kann ich nicht. Ich kann es nicht annehmen, es ist unmöglich. Bitte. Stell dir vor, du kaufst dein Auto. Nein, es wäre schrecklich. Das wäre schrecklich. Aber es ist wirklich zu schön. Es ist unerträglich schön. Das ist es ja. Warum? Ja. Das ist unser Service. Ich will doch dir das Beste anbieten. Ich glaube, ein Stück deines Herzes ging weg. Einen Teil davon gehört an Sehnsucht mir. Aber jedenfalls ist es so, du wirst es auf keinen Fall wegschicken. Ich gebe mir einen Abschiedskuss und dann kannst du es haben. Nein. Wenn du verstürbest, ist das hiermit ausgemacht, dass ich es erbe. Aber der schaut mir einen Peitscher von der Ringstraßen-Demo. Ja, ich habe es auch gedacht, ja. Gell? Der schaut mir einen Peitscher ähnlich. Vielleicht ist er das. Rohr im Gesicht hat ja, aber es so. Ist insofern eh vielleicht ganz geil. Also, im Bildschirm drehe ich da hinten auf. Kein Schwarzer Kopf. Also, das heißt, ich gehe in Hinkunft her und tue da was. Und da. Aha. Da. Und was tue ich? Der große Blaue. Tue ich das auch jetzt gleich? Ja. So, oder? So, das kann ich doch. Das ist ja dieses Zitat, wo Gott Adam berührt, gell? Das musst du sogar meine Wohnung berechnen. Genau. Das können Sie nicht verstauen in dem Projekt. Ja, wir werden es. Aha. Ach so, was. Das ist echt leer. Das ist ja nahezu leer. Das wäre so ein letzter Schrott vom Computer. Bulgarische Version. Also, sind Sie Bulgarin? Wirklich, wahr? Oh Gott, Schande, Schmach! Entschuldigung, ich hatte... Schande!
was für eine Schande. Und das Fernsehen zeichnet das auf. Und diese Schweine senden das garantiert, weil ja in jedem Fernsehmacher eine Interviewspiel ist. Beginnend mit Dienstag, 6. September 90, endend am 6. März 91, 7 Stunden jeden Dienstag chatten. Und zwar alle 3 Stunden lang eine Stunde. Ja? Das heißt, um 6.30 Uhr in der Früh für den frühen Menschen, um 9.30 Uhr für den Vormittagsmenschen, um 12.30 Uhr für den ausgeprägten Mittagsmenschen, um 15.30 Uhr für den nach dem Nachmittagsschläfchen Menschen, um 18.30 Uhr für den Happy Hour Menschen, um 21.30 Uhr für den Frühwichser und um 24.30 Uhr, also um 0.30 Uhr, von 24.30 Uhr bis 25.30 Uhr des Mittwochs dann bereits, für den substanziellen, wirklichen Menschen. Und um 3.30 Uhr ist Gelegenheit, da koordiniere ich dann privat. Da ist